Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Bürgenfeld mit Season. So. Entschuldigung. Wir machen weiter mit unserem neuen Gespann. Wo ich erstmal absenken möchte, bevor hier irgendwas löst. Jetzt sind wir alle. Jetzt macht er. Ich muss sagen, mit dem Gespann geht's ganz gut. Muss ich mal so sagen. Wenn ich dann auf den Gegenspruch schicke, werde ich dann gleich mal gucken, ob ich was PS mein Glas, wie viel PS mein Glas hat. Dann wird man eventuell den anderen Gruppen nämlich verklingeln. Und jetzt so ein Ding kaufen. So. So, ich muss mal kurz im Shop gucken. Garage. Traktoren, du hast 300 PS. Bist du auf 70 hochgepimpt, glaube ich. Das knappe 300 PS fehlen, 20 PS fehlen. Frage ist, schafft er das trotzdem oder schafft er es nicht? Das ist die große Frage. Müsste man probieren. Weil da würde ich nämlich weniger Mietmaschinen brauchen. Aber wir machen jetzt erstmal die zwei Missionen, die wir haben, zu Ende. Und dann sehen wir weiter. Irgendwas flurrt das Zeug hier unterpflügen. Naja, let's go. Gib alles. So, und ab und weiter geht's. Haben wir schon ganz schön was geschafft hier von dem Feld. Ist relativ lang, da sieht es halt aus, warum wir kurz vor in der Breite kurz vorwärts kommen. Wenn ich mir länger angucke, haben wir doch schon ein bisschen was hinter uns.
Ah, gerade die Nase. Hoffentlich muss ich nicht gleich ins Ohr schreien oder hoffentlich schaffe ich es auf den Mute-Knopf. Das ist weg. Gut. So. Vielleicht so da hinten an der anderen Feldecke. Und weil der Vorteil ist, wenn ich mit dem Ding selber kurve und mein Gerät würde es schaffen. Ich habe GPS auf meinem Geschoss. Und das macht ja schon mal viel aus, da würde ich jetzt nämlich solche überlappenden Bahnen vermeiden. Ist hier ja, könnte ich so, aber bei meinem Glück lasse ich schon mal eine Reihe dazwischen stehen, also daher mache ich es lieber auf diese Art und Weise. So. So. Sieht ganz gut aus. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Windrad da drüben. Kann man anders nicht sagen. Die Erkältung, die nervt. Oder ist die Nase zu und alles drum und dran. Das ist nie feierlich, muss ich sagen, ganz ehrlich so sagen. Was will man machen? Ist halt die Jahreszeit. Ist halt die Jahreszeit jetzt dafür. Wie ich an die anderen ja auch manchmal denke, hat man jetzt schon erst Schnee teilweise liegen. Haben wir jetzt zum Glück noch nichts. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Einen größeren Traktor uns holen wird, fällt sowieso erstmal flach für lange, lange, lange Zeit. Daher. Ist das auch egal. Und zack. So, das Maß nehmen und absenken und weiter geht's. Über nur 7 Grad bloß. Boah, könnte echt mal wärmer werden. Braucht noch 3 Grad mehr, dass ich uns sehen kann. So, also, was gucken wir. So.
Muss mal ganz kurz gucken im Shop, was ich habe ja. Das ist mittlerer. Ist das ein mittlerer? Wo ist er denn jetzt hier? Ja, da ist 870 hat. Jetzt geht bis bräuchte 900er dann als nächstes. Kann ich mir leisten. Ich glaube nicht, dass ich, sage ich mal, günstig kriege irgendwie. Wüsste ich nicht woher. Ich könnte jetzt aufstocken für einen neuen Schlepper. Schwierig, schwierig, schwierig. So, jetzt sind wir gleich wieder an dem Punkt, wo wir ausheben und rumdrehen müssen. Aber das schaffen wir. Hier ist ja halt mal gar nicht so der Verkehr. Stelle ich gerade nicht so fest. So, Dilly. Nur von der Breite müssten wir fast die Hälfte haben. Und das, was ich jetzt fertig habe und was schon muss, könnte es knapp die Hälfte sein. Da drüben muss ich auch schon eine Spur abziehen. Ich könnte einfach nachgucken, da wisst ihr ganz genau, wie viel Prozent wir schon fertig haben. Was wird so einfach? So, Dele, also mal hinten. Ups. So, jetzt auch. Ja. Fahr ich den verwirrtes Zeug zusammen. So, jetzt sind wir im grünen Bereich.
So, mal ein bisschen auf Autopilot, dass man ein bisschen lenken muss. Und mal einen Schluck trinken. So, passt, Wagen in der Luft. So, dann übernehmen wir wieder. Da fällt mir gerade eine lustige ältere Fernsehserie ein. Ich glaube, wie hieß die? Cobra übernehmen Sie? Ich glaube, so hieß die. Ich kann nicht, wann ist denn die? Frühe 80er, denke ich mal. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Ich kenne so etwas vom Hörensagen. Weil ich bin ja ein spätes 70er Baujahr. Daher, wenn man so nimmt, hatte ich vor 14 Tagen, knapp 3 Wochen, an die ganz 3 Wochen, das ist die Mittwochsfolge, am Samstag waren es dann 3 Wochen, hatte ich ja Purzeltag. Und da haben wir eine Runde voll gemacht. Man könnte sich jetzt ausrechnen, wann ich geboren bin, wenn ich sage 70er. Voilà. Sudeli. Und heb mal aus, drehen wir rum. Und wieder hinunter. So, sind wir schon mit Level unten der Bahn, Mensch, ja. Trotz, dass er bis 15 km/h hier mit dem Ding zieht. Geht's doch schon durch die mehr Arbeitsbreite. Kommen wir doch schon ein bisschen in Wallung. So, ausheben und wieder 180 Grad Retour. Das Ding sieht schon wieder gut aus vom von der Farbe. Und vier eine Handvoll Bahnen, das ist die gar nicht mehr hinten. Da denkst du, was fährt denn der was hinten rum? Weil es kaum noch siehst vor Dreck. Ah, naja, so. Da muss ich mir die Erde ordentlich umkrabbeln. Wie ist das nun mal so? Oh, Mensch, jetzt sind es jetzt 5 Minuten, morgen ist Ratzfatz vorbei. Sind wir schon wieder am Folgeende angekommen?
Wer das Feld jetzt noch fertig machen, Wärmestelle ist am nächsten Feld, zwar so zu 37 begeben. Und das starten wir in der nächsten Folge. Werde ich mich jetzt verabschieden. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.